Willkommen auf meinem Kanal Streampunk, liebe Leute, heute zu dem Thema, ihr seht es schon im Titel, Wladimir Putin, ein Teil des World Economic Forums, war oder gehört Wladimir Putin zur Young Global Leadership dazu, gehört dieses ganze Ukraine-Narrativ, der Krieg in der Ukraine zu dem Great Reset dazu? Viele vermuten ja, viele vermuten nein. Das ist auch eine der Fragen, die bei mir immer noch so ein bisschen im Hintergrund mitschwingt. Ich bin zwar, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, ne, also ist es ja so, dass ich durch diesen Streampunk-Kanal eine ganze Menge an Informationen habe und auch natürlich alles meistens Mainstream-Medien, viel auch aus den alternativen Medien, aber letztendlich bilde ich mir so eine Art Gefühl dazu. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Wladimir Putin nicht dazu gehört. Jetzt habe ich mir was Schönes rausgesucht, einen Artikel aus dem Antispiegel, da werden wir gleich nochmal reinschauen. Das, was unsere Politiker machen, die also ganz offiziell laut einer bestimmten Liste zur Young Global Leadership Elite dazugehören, das sind natürlich jetzt unsere Leute hier. So, und wie agieren unsere Politiker? Jetzt haben wir das alle mitgekriegt, die Gasumlage ist gekommen, hier sehen wir es in dem Artikel nochmal. Und keine Woche später heißt es, nicht alle Unternehmen sind bedürftig. Der Shitstorm ist riesengroß in Richtung Ampelregierung und plötzlich rudern sie zurück. Ampel kritisiert sich selbst für untaugliche Gasumlage. Ja? Also Montag hü, Dienstag hot, hopp. Dramatische Tage bei Uniper-Rettung. Energiekonzerne schrieben an Verordnung mit. So entstand die umstrittene Gasumlage. Das hier liest sich so ein bisschen wie nach der Lehman-Krise, wo unsere Regierung gesagt hat, wir müssen die Finanzgesetze umschreiben, damit es nicht mehr zu solchen Katastrophen kommt, wie nach der Lehman-Krise. Na, wir erinnern uns daran, der Immobilienfinanzierer, die Lehman Bank in Amerika, ne, die haben also dem amerikanischen Mittelstand sämtliche Häuser finanziert. Ja, und was passiert? Die Masse der Menschen, die ihre Kredite nicht zurückzahlen konnten, die wurde riesengroß, sodass die Bank also in ein großes Kreditloch stürzte. Ja, im Grunde waren nicht genug Geld vorhanden, nicht genug Risikokapital, um die Bank zu sichern. Und es sind dann ja die Steuerzahler wieder eingesprungen, ähnlich hier wie bei uns in Deutschland. Es wurde aber mitgeschrieben. Da gibt's auch Beweise, dass Deutsche Bank diese neuen Gesetze, diese neuen Finanzgesetze mitgeschrieben haben soll. Und das ist hier also ähnlich. Energiekonzerne schreiben an der Verordnung mit. Das muss man sich also mal vorstellen. Ne? Die machen sich hier schön die Taschen voll. Ich will hier auch gar nicht weiter reingehen, weil ja, das haben wir ja alle jetzt anhand irgendeiner Rechnung oder an irgendeiner Kostenerhöhung, haben wir das ja alle selbst im Briefkasten gehabt am Ende. So, und dann noch das gleiche Thema hier natürlich. Das Atomkraftwerk Saporischschja, UN fordert Zugang zu besetztem AKW. Die UN haben von Moskau und Kiew Zugang zum Kernkraftwerk gefordert. Bislang scheiterte die IAEA-Mission an der Frage, von welchem Gebiet das Gelände betreten wird. Internationale Atomsicherheitsbehörde oder irgendwie so, die IAEA. Genau, also wer jetzt so ein bisschen auch schon mal sich osteuropäische zensierte Nachrichten angeschaut hat, der weiß, dass die Russen bereits auch mit einer Sicherheitssitzung in der UNO oder ich glaube UN, im UN-Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung gerufen haben. Das ist länger als eine Woche her. Auf zensierten osteuropäischen Nachrichtenportalen kann man das gut nachlesen. Seit über einer Woche fordern die und warnen die davor, dass sie beschossen werden. Und sie fordern, dass endlich dieses Atomkraftwerk beobachtet wird oder beziehungsweise in Augenschein genommen wird, inspiziert wird von dieser Behörde für Atomsicherheit. Und jetzt heißt es hier am 24.8. Ja, jetzt fordert die UN aber den Zugang zu den besetzten AKW. Und das Problem ist, kann man hier jetzt auch schon wieder sehen, bislang scheiterte die Mission an der Frage, von welchem Gebiet das Gelände betreten wird. Ja, ich würde sagen, von dem, der da die Hoheit hat, ja, die Geländehoheit, nämlich die Russen und nicht lange fackeln. Da hätte man 1, 2, 3 ohne große Politik, hätte man schon wieder zurück sein können. Ja, und dann habe ich in einem anderen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht, ob es hier auch ist. Ich glaube, hier ist es jetzt nicht. Das habe ich auch auf einem zensierten osteuropäischen Nachrichtenportal gefunden, dass also diese Mission sich nicht damit beschäftigt,
die Schäden zu inspizieren und eventuell zu beurteilen. Ja? Weil Russland sagt, wir werden von der Ukraine aus beschossen. Hier in unseren westlichen Medien steht, die Russen beschießen sich selbst. Was natürlich logisch ist und auch sofort Sinn ergibt. Was allerdings Sinn ergibt, ist, dass eigentlich Europa hier ein Auge auf dieses in Europa größtes Atomkraftwerk haben sollte. Denn das ist natürlich auch eine Energiequelle. Und was passiert? Wladimir Putin setzt seinen Hintern da drauf. Ja, also im Grunde tut der Wladimir Putin im Moment alles, ja, um dem Westen ein Bein nach dem anderen zu stellen und das mit Erfolg. Und dann lesen wir hier natürlich auch die letzten Tage gestern, Großoffensive, die Ukraine durchstößt, russische Frontlinien und einen Tag später Moskau erklärt Gegenoffensive für jämmerlich gescheitert. Hier sehen wir den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der sich auch so ganz widerlich in letzter Zeit geäußert hat. Wie den Russen müsste man auf die Fresse geben oder auf die Fresse hauen. Also so ganz widerlich. Wir werden hier auch nicht weiter reingehen, weil das tue ich mir und tue ich uns auch nicht an. Natürlich ist das hier auch wieder nur eine Seite. Aber was interessant ist, ist, dass unsere Mainstream-Medien plötzlich schreiben, Moskau erklärt Gegenoffensive für jämmerlich gescheitert. Ja, dann können wir die zensierten, ja, ich spreche von RT.de, dann können wir RT.de auch wieder öffentlich zugänglich machen, wenn ihr hier das Gleiche schreibt, was auf RT.de zu lesen ist. Ja, also, ja, ne, ein Narrativ nach dem anderen, so ein bisschen scheint es hier zu bröckeln, aber das hier ist die Sprache des Great Resets. Ne? Genau wie hier, auch wieder merkwürdig, AKW nach Leitungsschäden komplett vom Netz. Das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk ist nach Angaben des Betreibers wegen Brandschäden an Stromleitungen komplett vom Netz genommen worden. In den Aschegruben eines nahegelegenen Kohlekraftwerks sei ein Feuer ausgebrochen, teilte Energoatom mit. Diese hätten die Stromleitung vom AKW beschädigt, daher wurden die beiden funktionierenden Reaktorblöcke der Anlage vom Netz getrennt. Die Sicherheitssysteme des Kraftwerks funktionieren normal und es werde daran gearbeitet, einen der Reaktorblöcke wieder ans Netz zu schließen. Das hier ist eine Nachricht, die ist von gestern und gestern am gleichen Tag habe ich auf RT.de genau das Gegenteil gelesen. Es ist nicht vom Netz. Es gibt ein paar Schäden, die sind behoben worden. Es gibt auch Schäden an Stromleitungen, die sind behoben worden. Was hier wiederum nicht besprochen wird, ist, dass Lager von giftigen Atomabfällen getroffen wurden. Und dass die Russen, also hier, ne, was ich eben schon sagte, so eine Sicherheitskonferenz einberufen haben und gesagt haben, Leute, das ist hier ernst, wir werden hier beschossen. Ja, natürlich nicht mit Raketen, die wären ja abwehrbar. Ich denke, vielleicht mit Mörsergranaten oder irgendwas. Dazu bin ich zu wenig da drinne. Aber auch hier kann man erkennen, was hier an Müll geschrieben wird. Ne? Jetzt könnte natürlich der ein oder andere Zuschauer meines Kanals sagen, ja, das liest du ja hier nur vor. Das müsst ihr natürlich selber machen, die Recherche. Ja, ihr müsst euch selber mal den Tor-Browser runterladen und einmal auf rt.de gehen. Genau, dann gebt ihr ein, hier AKW Saporischschja. Das gebt ihr ein. Und dann kommen ungefähr 25 Artikel, die sich nur um dieses Thema drehen. Ja, und da könnt ihr dann sozusagen einmal die andere Seite euch anhören. Ich bin keiner, der sagt, nein, jeder, die Russen haben recht. Es gibt nur eine Wahrheit, das möchte ich hier ganz deutlich betonen. Die gibt es nicht, aber um das zu beurteilen, brauchen wir beide Seiten. Wir brauchen die Informationen von beiden Seiten. Was wir jetzt hier seit März oder seit Februar lesen, das ist eben nur unsere Seite. Ja, ja, und das ist halt wichtig, gerade wenn es sich hier um sowas dreht, ne? Ein Europas größtes Atomkraftwerk, wenn das irgendwie beschädigt wird, dann ist die gesamte Ukraine verstrahlt, halb Polen verstrahlt, was haben wir da noch? Die ganzen angrenzenden Staaten sind verstrahlt, das läuft sogar bis nach Deutschland, diese nukleare Wolke. Ja, habe ich neulich auf einer Karte gesehen, also alles nicht so witzig, ne? Aber es gehört zum Narrativ des Great Resets. Und jetzt kommt hier der Antispiegel. Sitzt Putin mit Schwabs Weltwirtschaftsforum und Co. in einem Boot, wird hier gefragt. Und dieser Antispiegel wird geschrieben von Thomas Röper, der auch schon im Corona-Ausschuss gesprochen hat. Und eine interessante Seite, eine interessante russische politische
Seite immer berichtet, weil er auch in Russland lebt. Er hat sich jetzt mit Alina Lipp zusammengetan, die aus dem Donbass berichtet, hinter dem die deutsche Staatsanwaltschaft auch schon hinterher ist, wegen was? Wegen Volksverhetzung oder was weiß ich, was war das? Auf alle Fälle gilt sie als Journalistin und berichtet da aus dem Donbass. Ja, und hier ist ein schönes Bild zu erkennen, World Economic Forum, die eine große Hand, die Puppenspielerhand, und darunter dann die zwei Hände der Politiker und dann haben wir da unten dann die Soldaten. Und der hat hier einen tollen Artikel geschrieben, www.anti-spiegel.ru, und hier nimmt er in einem ausführlichen Artikel Bezug darüber, warum er nicht glaubt, dass Wladimir Putin dazugehört. Und er leitet das ein mit Ernst Wolf. Ernst Wolf ist für ihn ein Held, jemand, den er wirklich, wie sagt man das, schreibt er das nicht hier auch? Ja genau, meine Hochachtung für Ernst Wolf, der schon seit vielen Jahren hier recherchiert in Sachen des Great Resets. So, und er sagt aber, worin also der Unterschied besteht zwischen seiner Meinung und der von Ernst Wolf. Ernst Wolf, so verstehe ich seine Analysen, die Finanzinstitute BlackRock und andere seien Player in dem großen Spiel der Welt und Wirtschaftspolitik. Also, der Meinung wäre er nicht. Ich halte sie lediglich für ein Instrument in dem Spiel. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Und hier erklärt er das ganz kurz. Das finde ich auch hochinteressant. Das habt ihr ja sicher auch schon gehört, auf viele Reden von Ernst Wolf gehört. Ne? Und das ist auch das, was ich immer einbinde. Die Menschen mit viel Geld, die leiten sozusagen die Vorgehensweisen, ja. Wobei ich immer sage, es reicht eigentlich, hier in Deutschland, das habe ich ja auch schon mal gezeigt, diese 23 Köpfe, unter denen sämtliche Medien, sämtliche Zeitungen, sämtliche Fernsehhäuser liegen. 23 Leute brauchst du nur mit Geld und Werbeaufträgen versehen und denen sozusagen mitteilen, pass mal auf, diese Geschichte mit der Gesundheitskrise, das ist hier heftig und wir hätten ganz gerne, dass ihr sozusagen dann auch nur in eine Richtung schreibt. Und du kannst ja eben auch, das wissen ja viele gar nicht, du kannst ja eben nicht nur ein Produkt bewerben als erkennbare Werbeanzeige, sondern du kannst der Zeitung auch Geld geben, sie sollen mal einen Artikel schreiben über und dann gibst du denen ein Thema vor. Ja, ich selbst bin auch freier Autor nebenbei, ich schreibe auch für sogenannte Agenturen und in diesen Agenturen gibt es dann so gewisse Angebote. Und da habe ich vor ein paar Wochen ein Angebot gesehen, wo man eben politische Artikel schreiben soll zu gewissen Themen. Und da gibt es dann einmal ein Briefing, wie der Text aussehen soll, wie er praktisch strukturiert sein soll. Und dann gibt es da gewisse Schlagworte. Ne? Das Thema zum Beispiel Ukraine muss 10-mal in dem Text vorkommen. Ganz einfach gehalten. Und woher man seine Quellen dann holt, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und dann gibt's da verschiedene Aufträge. Und du schreibst immer nach der gleichen Struktur. Ne? Und das hat mich schon ein bisschen erschrocken, dass da jetzt, gut, die Agentur, für die ich da arbeite, die kriegt einen Auftrag. Ne? Die verteilt das im Grunde nur. Eigentlich müssen sie sagen, nee, Leute, da sind wir auch ein Teil des Narrativs. Aber am Ende will sie letztendlich ja auch dafür sorgen, dass die Autoren leben können, Aufträge bekommen und Geld verdienen können. Insofern, ja, halten die sich da bedeckt und sagen, komm, schreibt, was ihr wollt. Genau, und das hat mich also zum ersten Mal so richtig zum Denken angeregt, dass tatsächlich irgendwelche Leute, ich bin ja nicht mal gelernter Autor, ich bin freier Autor, ich habe einfach damals angefangen, habe mir einen Gewerbeschein geholt und fertig. Ne? Also du bist nicht mal gelernt und jeder Hans und Franz kann da was schreiben. Ja, und wie bin ich jetzt drauf gekommen? Jetzt habe ich ein kleines bisschen den Faden verloren. Auf alle Fälle ist das auch der Grund. Ach so, natürlich, genau. Also die ganzen BlackRocks und die ganzen Reichen, ne, die füttern dann die Zeitung und genau, du kannst eine normale Werbeanzeige schalten, aber auch letztendlich einen Artikel in Auftrag geben. Und diese Artikel, diese Wünsche, die gehen dann an diese Agenturen und die verteilen das dann an freie Autoren und da wird dann alles runtergeschrieben. So, und und der Antispiegel, der sagt also hier, er glaubt also nicht, dass Wladimir Putin da zu diesem Great Reset-Narrativ zu den Young Global Leaderships gehört. Und dass auch BlackRock im Grunde nur ein Instrument ist in diesem ganzen Spiel. Und da will ich mal ganz kurz hier ihn zitieren. Ich erkläre das an einem einfachen Beispiel.
Wenn ich sehe, wie ein Holzhaus gebaut wird, dann sehe ich, wie wichtig dabei Hammer und Säge sind. Wenn ich mich aber darauf konzentriere, im Detail zu verstehen, wie Hammer und Säge funktionieren, dann werde ich nicht in der Lage sein zu verstehen, wie das Haus mal aussehen soll. Dazu muss ich den Bauplan des Hauses anschauen. Dennoch kann dieser Bauplan ohne den Einsatz von Hammer und Säge nicht umgesetzt werden. Hammer und Säge sind also sehr wichtig, sie sind sogar entscheidend, aber sie sind nicht der Schlüssel zum Verständnis des Hausbaus. Sie sind nur unverzichtbare Instrumente. Und jetzt komme ich zu dem Kern dieser Aussage, um nochmal bei meiner Agentur zu bleiben. Die hätten sagen müssen, nee, machen wir nicht. Dann fehlt nämlich sozusagen der Schlüssel, nämlich der Mensch. Wenn wir sagen, nee, machen wir nicht, dann können die so viel Geld in die Zeitung pumpen, wie sie wollen. Wenn wir sagen, nein, wir glauben den Zeitungen nicht, dann kannst du, ja, dann kannst du deine Milliarden auch im Klo runterspülen. Oder am besten dem Volk geben für einen guten Zweck. Das wäre natürlich noch das Bessere. Wenn du die Leute kaufen willst, gib das Geld direkt den Leuten und nicht irgendwelchen Medienagenturen. Also das hier ist schon hochinteressant, dass also hier ein tolles Beispiel gesagt wird, diese ganzen wahnsinnigen, diese stinkreichen Fonds, Hedgefonds und Beratungsunternehmen, die sind im Grunde nur ein Schlüssel. Am Ende muss der Bürger, der Mensch, das, was die Reichen da entschieden haben, muss er im Grunde auch fressen, wenn ich das mal so auf gut Deutsch sagen darf. Dieser Artikel ist wirklich umfangreich. Ich habe deswegen nur einen ganz kleinen Teil herausgenommen. War Putin ein Young Global Leader? Als weiteres Argument dafür, dass Putin im Boot ist, führt Ernst Wolf an, Putin sei ein Young Global Leader des WEF von Klaus Schwab gewesen. Das ist jedoch in meinen Augen ein Irrtum, denn die Teilnehmerlisten des Young Global Leader Programms und des Vorgängerprogramms Global Leaders for Tomorrow sind im Netz zu finden und Putin ist dort nicht verzeichnet. Ich habe das hier in einem Artikel ausführlich behandelt und auch alle Teilnehmerlisten verlinkt. Den Artikel finden Sie hier. Wie gesagt, anti-spiegel.ru, da findet ihr diesen Artikel. Und hier sagt er zum Beispiel in einem Interview, aber es scheint geschnitten zu sein. Genau, hier steht das noch, dabei sagt er, Entschuldigung, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo sind wir jetzt hier gewesen? Hier. Genau, irgendwo war das hier, die sprechen hier in einer Reportage, spricht Schwab mit dem Präsidenten Costa Ricas, dabei sagt der Präsident, dass er gerne etwas zu einem beitragen möchte. Danach ist ein Schnitt zu sehen und Schwab sagt auf Englisch etwas, das Phoenix in den Untertitel wie folgt übersetzt hat. Frau Merkel, Tony Blair, Sie alle waren, selbst Präsident Putin, Sie alle waren mal Young Global Leaders. Hier, wo die Punkte sind, wäre dann der Schnitt. Ne? Bei dieser Übersetzung gibt es zwei Probleme. Erstens wissen wir nicht, was da herausgeschnitten wurde und ob das alles wirklich in dem Kontext gesagt wurde, den das Video suggeriert. Zweitens ist nicht klar, ob Schwab dabei wirklich ein Programm Young Global Leaders gemeint hat oder ob er von jungen globalen Führungspersonen gesprochen hat. Auf Englisch ist es das Gleiche. Schwab muss mit der Aussage also nicht sein Programm gemeint haben, sondern könnte schlicht davon gesprochen haben, dass diese Personen alle jung in weltweit führenden Positionen gekommen sind, was auch auf Putin zutrifft, der mit Mitte 40 russischer Präsident geworden ist. Da Putin nicht in den Listen der Programme von Schwab geführt wird und man die Aussage von Schwab auch anders interpretieren kann, sehe ich darin keinen Beweis oder auch nur ernsthaften Hinweis darauf, dass Putin in diesem Programm gewesen ist. Im Gegenteil. Okay, das ist hier der erste Hinweis. Das ist mal ganz interessant, auch mal so etwas zu lesen von jemandem, der so tief in dieser Materie drin steckt. Es geht Russland um den Aufbau einer Weltordnung, in der Leute gerne stinkreich werden dürfen, aber in der sie sich aus der Politik herauszuhalten haben. Während die Politik im Westen längst von Oligarchen bestimmt wird, die über ihre Stiftungen und Lobbyisten bestimmen, was im Westen entschieden wird und was nicht. Also hier, ne? Hochinteressant, die Leute können gerne stinkreich werden, aber haben dann in der Politik nichts mehr verloren. Also das ist ja auch etwas, was so ein bisschen
deutscher Duktus ist, ne? Ich meine, überall, wo man hinhört, hört man, ja, die können meinetwegen sogar gerne mehr verdienen, die Politiker, aber halt keine anderen Jobs mehr. Ja, und das ist hochinteressant. Und das ist auch der Grund, warum Russland so viel Stress oder Putin so viel Stress mit seinen Oligarchen hat, ne? Unsere Oligarchen sind zum Beispiel die Geschwisterklappen, ja, BMW-Erben. Darum geht es, und das kann jeder leicht überprüfen. Alle Länder, die der Westen zu Gegnern erklärt hat, Russland, China, Iran, Venezuela, etc., sind grundverschieden, aber haben eine entscheidende Gemeinsamkeit. Sie lassen die westlichen Stiftungen, NGOs, bei sich nicht arbeiten und Einfluss ausüben. Sie stellen sich der Macht der westlichen Oligarchen in den Weg. Entschuldigung, hochinteressant, ne? Es ist hochinteressant, das mal so zu hören. Es geht Russland um eine Weltordnung, in der kein Staat anderen Staaten mehr vorschreiben können soll, wie man zu leben hat, welche Staatsform oder gar welche Werte ein Staat zu haben hat. Es geht um eine multipolare Weltordnung, in der die Staaten der Welt gleichberechtigt und auf Augenhöhe miteinander umgehen, ohne einander Sanktionen anzuordnen oder sonst wie Druck auszuüben. Hochinteressant. Wir befinden uns ohne Übertreibung im finalen Kampf der Systeme. Die Ukraine ist nur ein bedauernswertes Bauernopfer, ein bedauernswertes Bauernopfer, und die Opfer möchte ich hier erwähnen, die auch unsere Politiker zu verantworten haben, indem sie sagen, schickt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Mit dem die in den USA herrschenden Eliten Russland schwächen wollen, indem sie Russland den Stellvertreterkrieg in der Ukraine aufgezwungen haben. Das ist zynisch, aber so funktioniert Geopolitik leider. Ein toller Artikel, wie ich finde. Vielen Dank, Thomas Röper. Mal wieder sehr erfrischend, mal wieder wunderbar und gut. Ja, aber hochinteressant. Lest euch gerne diesen Artikel einmal selber durch. Ich nenne noch mal die Internetadresse www.anti-spiegel.ru. Ja, hochinteressant, und ich kann dem im Grunde, ich kann das sehr gut nachvollziehen, und ich kann dem nur beipflichten. Hier nochmal eine Aufstellung aller schweren Geschütze, die von den Russen in der Ukraine in den letzten 6 Monaten vernichtet wurden. Falls also einer von euch dabei ist, der glaubt jetzt, dass 7 Haubitzen, die Lieferung von 7 deutschen Haubitzen, es irgendwie bringen würde, oder was habe ich denn noch gehört? 14, wie war es denn? Die Ukraine wartet im Moment auf 16 Raketenabwehrgeschütze aus den USA. 16. Und wir lesen uns das hier einmal ganz kurz durch. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums habe die Ukraine seit dem Beginn der Operation 267 Flugzeuge verloren, 178 Hubschrauber, 1785 Drohnen, 367 Flugabwehrraketenkomplexe. Das verstehe ich so, wie genau die Dinger, die 16, die aus den USA jetzt kommen sollen. 4359 Panzer und andere Panzerfahrzeuge. Und wie viel will Deutschland schicken? 10? Ja, wie verschwindend gering diese Anzahl ist. Ich meine, da ist doch nur Politik dahinter. Das kann doch nichts bringen. Denen muss doch klar sein, dass sie mit 16 Flugabwehrraketenkomplexen aus den USA und 7 Haubitzen und 10 oder 12 Panzern aus Deutschland nichts bewirken können. Also 810 Mehrfachraketenwerfer wurden zerstört und 3.323 Geschütze und Mörser. Das sind diese Haubitzen wahrscheinlich, ja? Diese 7 Stück, die da geliefert werden sollen. Da haben die Russen 3.323 Geschütze zerstört in den letzten 6 Monaten. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und ich meine, wenn man sowas liest hier, dann müsste einem doch klar sein, dass das hier alles nur Politik ist. Ja? Und das ist auch schön. Zensur ist das Werkzeug, das genutzt wird, wenn die Lüge ihre Macht verliert. Die Gefahr für die Welt sitzt nicht im Kreml, sondern kopfnickend vor der Tagesschau. Ganz genau. If the news is fake, imagine how bad history is. Wenn die Nachrichten fake sind, überleg mal, wie fake Geschichte sein könnte. Todesangst wegen eines Schnupfens, sich aber mit Russland anlegen wollen. Die Hofnarren haben wieder Hochsaison.
Das ist auch, das beschreibt also die deutsche Ideologie im Moment, das deutsche Denken, der deutschen Politik, beschreibt das wirklich gut. 28 Monate totaler Panikmodus wegen eines Schnupfens und jetzt fangen wir an, uns mit Russland anzulegen. Ja. Keine Ahnung, was die da alle nehmen in Berlin. Ich weiß es nicht. Hier haben wir ein historisches Foto. Das müsste der Reichstag in Berlin sein am Tag der Einnahme Berlins durch Russland. Ja, die Russen haben uns schon mal befreit. Die Russen haben Europa schon mal vom Faschismus befreit. Ich würde, wenn ich deutscher Politiker wäre, einfach ein bisschen leiser treten, weil hier habe ich es mit Menschen zu tun, die jedes Jahr einmal auf ihrem Nationalfeiertag alles Militär oder fast alles Militär über den Roten Platz fahren lassen. Und sie feiern sich dafür, dass sie Russland vom Faschismus befreit haben. Und ich meine, das ist schon ziemlich gut, oder? Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Friedrich Schiller. Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Für alle jene, die in Bezug auf die Folgen von Staatsgläubigkeit zu faul sind, ein Geschichtsbuch in die Hand zu nehmen, für die ist dieses Foto gedacht. Ich zoome hier gerne mal etwas rein in das Bild, weil ich diese Masse der Gräber wirklich unglaublich erschreckend finde, wenn ihr euch das mal anschaut. Ja, womöglich sind das sogar nicht mal Einzelpersonen, sondern vielleicht Divisionen oder so etwas. Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob hier wirklich Namen draufstehen, aber schaut euch das an hier. Schaut euch das einmal an. Das ist hier, ja, es ist ja natürlich nur ein kleiner Teil. Ne? Das ist natürlich, das Ausmaß ist nicht zu überblicken, ne? Aufgrund dieses einen Fotos. Für alle jene, die in Bezug auf die Folgen von Staatsgläubigkeit zu faul sind, ein Geschichtsbuch in die Hand zu nehmen, für die ist dieses Bild gedacht. Tja, und wir sind mal wieder an diesem Punkt. Ne? Wir haben hier unter diesen Steinen liegen russische Soldaten, ukrainische Soldaten, aber eben auch stinknormale Bürger der ganzen Welt, die geglaubt haben, meine Regierung verspricht mir eine Rückkehr zur Normalität, ich mache das mal eben mit. Und davon liegen hier auch ein paar. Staatsgläubigkeit, immer gefährlich. Und was ist unsere Waffe? Das ist unser Schlachtplan, liebe Leute. Das hier, was ich euch jetzt zeige, das ist unser Schlachtplan für die Zukunft. So, also, es gibt hier in der Mitte, das ist also ein Schaubild, welche Marken zu welchen Konzernen gehören. Da haben wir hier Konzerne Nestle, Coca-Cola, Unilever, Danone, Mars, Wrigley, Mondelez, Associated British Foods, Kellogg's, das kann ich hier nicht erkennen, General Mills und PepsiCo. General Mills zum Beispiel macht auch Häagen-Dazs. Hier kann man es sogar sehen. Jetzt muss ich gucken, ob ich das Bild so groß kriege, dass wir zumindest so ein bisschen hier die Marken erkennen können. Hier rechts geht so von diesem geschwungenen J geht so ein rechts dieser Strich in das Kästchen und in dem Kästchen ganz oben ist Häagen-Dazs zu erkennen. Hier habe ich auch in einem meiner letzten Videos Bezug drauf genommen. Da sind krebserregende Stoffe gefunden worden in dem Eis. Krebserregende Stoffe, die in der Lebensmittelproduktion überhaupt nichts zu suchen haben in Europa. Und da habe ich auch gesagt, weißt du, ein Eis, was 7,50 € oder knapp 8 € kostet, und da kriegst du nur Müll geliefert, das brauchen wir in Zukunft ja auch nicht mehr. Ne? So, aber unsere Waffe bedeutet, Konsumverzicht auszuüben. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, Mensch, dann kann ich ja alles. Ja, dann kannst du halt alles. Ich sag mal, geh mal in den türkischen Einzelhandel. Die haben leckere Süßigkeiten. Die haben leckere Schokokekse, auch mit flüssiger Schokolade. Aber nichts von dem schmeckt so süß wie das, was wir hier bei uns kriegen. Ne? So, jetzt haben wir hier zum Beispiel Nestle. Und da sehen wir Marken wie KitKat. Dann sehen wir hier Lion. Dann sehen wir Nuts, den Schokoriegel. Ja, man kann das jetzt nicht sehr gut erkennen. Ich werde in Zukunft, ich habe glaube ich noch ein anderes Schaubild, das ist ein bisschen deutlicher zu erkennen. In Zukunft werde ich das mal dieses deutlichere Schaubild mit reinnehmen. Wir haben hier aber auch Alete.
Beba, das sind Kinderlebensmittel. Nescafé natürlich, Karo Kaffee ist dabei, was hier Nestle anbelangt. Vittel, ja. Nestle ist Vittel. Also wer Nestle boykottieren will, kann bei Vittel schon mal anfangen. Hier gibt es noch so ein paar andere Wassersorten. Apollinaris. Achso, Apollinaris gehört schon zu Cola. So, haben wir hier noch, was haben wir hier noch? Ja, das ist Nestle Frisco. Hertha, könnt ihr hier sehen. Buitoni, Maggi, Tommy, gehört alles zu Nestle. So, Cola, was haben wir hier? Coca-Cola, natürlich Fanta, Sprite, Mezzomix, die ganzen Mischgetränke, die wir kennen, die kommen alle von Coca-Cola. Und hier Bon Aqua und Apollinaris kommt auch von Cola. Unilever, Unilever, Knorr, Beefy. Es ist wirklich schwer zu erkennen. Lipton-Eis. Hier haben wir noch Langnese. Ben und Jerry's. Magnum-Eis. Bezel-Margarine. So, was haben wir hier noch? Danone. Mars. Mars und Wrigley gehören zum Teil zusammen. Uncle Ben's Reis kommt von Mars. Ja, haltet euch fest. Was haben wir hier noch? Ja, ich kann die Namen jetzt leider nicht so gut lesen. Ah ja, die ganzen Kaugummis hier natürlich. Die Kaugummisorten sind dabei über Wrigley's. Und dann haben wir hier M&M's, Milky Way, Mars, Snickers, Dove, Galaxy, Topic. Was haben wir hier noch? Milky Way, habe ich schon. So, jetzt kommt Mondelez. Mondelez ist auch so ein Ding, dass die produzieren Milka. Früher hieß es Milka. Toblerone. Ja, was haben wir hier noch? Dime mit dabei. Ja, leider nicht so gut zu lesen. Aber ihr seht, hier haben wir dann Cadburys. Das ist natürlich auch die ganze Schokolade. Oreos gehören auch zu Mondelez. So, was haben wir hier noch? Associated British Food, Karo Kaffee, Mazzola Käse sozusagen. Ja, genau. Und Kellogg's. Ja, natürlich auch die ganzen Frühstückscerealien. Ja, warum ich hier so explizit drauf eingehe, das ist unser Kampfplan. Das ist unser Schlachtplan hier. Ganz genau. Das gleiche gibt es auch noch mit Medien. Das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Aber wenn wir es schaffen, so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, was produziert Nestle, was produziert Coca-Cola, was produziert Mars. Milka-Schokolade finde ich gruselig schlecht. Jetzt geht's bald ja wieder los mit der Weihnachtsschokolade und dann gehst du durch den Laden und denkst dir, habe ich vor ein paar Wochen das mal gemacht. Da war Milka-Schokolade im Angebot, habe ich gekauft. Also schmeckt nur noch wie ja, wie Margarine. Ne? Schmeckt nur noch wie Margarine, die nach Schokolade schmeckt. Das hat nichts mehr mit Schokolade zu tun. Gut, das war noch ein kleiner Exkurs, aber wichtig, ja. Konsumverzicht ist die Waffe unserer Zukunft. Denn das, was sie von uns wollen, ist unser Geld. Diese alle hier. Ob das die Pharma ist, ob das die Rüstung ist, ob das hier die Lebensmittelindustrie ist, alle wollen nur unser Geld. Und wenn wir denen mitteilen, Leute, hört mal zu, so einfach kriegt ihr unsere Kohle nicht, dann ja, dann haben wir sie im Grunde schon im Sack. Edeka bekommt auch viel Kritik. Ich allerdings lese Edeka-Artikel immer nur im guten Zusammenhang. Die haben sich schon angelegt mit Haribo und auch mit Milka, weil die meinten, Preise bestimmen zu können. Und Edeka sagt, wir lassen unsere Kunden, wir schützen unsere Kunden vor Abzocke. Ja, und Gummibären und so, die konnte man dann auch eine ganze Zeit nicht kaufen beim Edeka. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich glaube, Milka hat eingelenkt im Preis, in der Preisgestaltung, aber Edeka scheint da wirklich also ein Auge auf seine Kunden zu haben, nach dem Motto, die Lebensmittelindustrie kann mit unseren Kunden nicht machen, was sie will. Und das finde ich absolut super und absolut ehrenswert. Ja, gehört ja alles so ein bisschen zusammen, ja? Ne? Diese Thematik, die ich heute hier angesprochen habe, gehört ja alles in einen Topf. Ne? Und vielleicht haben wir ja auch Glück und das, was im Moment auch durch die Ukraine passiert, sind ja eben auch die Unterbrechung der Lieferketten. Und das ist ja so ähnlich wie Konsumverzicht, ne? Hier bricht auf einmal alles in der Mitte dieses Schaubils, bricht alles zusammen. Die Absatzmärkte dieser Konzerne sind gefährdet.
bei Wladimir Putin reinscheißt, wenn ich das auf gut Deutsch mal so sagen darf. Ja, liebe Leute, schon wieder 35 Minuten rum. Ich weiß gar nicht, wie ich es noch kürzer schaffen soll. Ich habe immer so viel zu sagen zu diesen ganzen Punkten, weil mich das auch beschäftigt. Ja, das muss man wirklich ganz deutlich sagen. Ich sitze hier jeden Morgen und schaue in die Nachrichten und denke so, wow, was für ein Drama, was für ein Theater. Wie kann man das denn überhaupt im Ansatz nur glauben? Die Art der Sprache auch, die verwendet wird und. Ja, und am Ende seht ihr mich dann hier mit einem neuen Video auf dem Kanal, auf meinem Kanal, ja. Und so kommt das dann alles. Es sind ja auch bewegende Dinge und ich lese ja auch in den Kommentaren immer, wie es euch auch bewegt. Und das ist im Grunde auch so ein bisschen das, wie es mir widerfahren ist. Als ich vor vielen Jahren das Internet entdeckt habe, habe ich entdeckt, dass es Menschen gibt, die der gleichen Meinung sind wie ich. Und das hat mich bestärkt, weil ich bis zu dem Zeitpunkt mir nie ganz klar war, bist du jetzt einfach nur durchgeknallt und bescheuert oder liegst du da schon irgendwie richtig? Und dieses Gefühl möchte ich ein bisschen weitergeben, indem ich einfach mir Dinge jetzt aus den Mainstream-Medien anschaue oder auch überhaupt aus den alternativen Medien, so wie hier der Antispiegel, schaue ich mir ein paar Sachen an und ja, äußere meine Meinung dazu. Und in den Kommentaren sehe ich dann viele Leute, die sagen, ja genau, danke, so sehe ich es auch. Du gibst Hoffnung, du gibst Zuversicht. Ja, liebe Leute, anders geht's auch gar nicht. Wenn man dem Boxer vor dem Kampf schon sagt, das kannst du vergessen, da verlierst du, dann geht er gar nicht erst in den Ring. Das heißt, du musst immer den Willen haben, gewinnen zu können. Und du musst immer auch hoffen, dass der andere gerade einen schlechten Tag hat oder einen Fehler macht. Ja, so ein bisschen so ist meine Denke. Es gibt in allem eine Chance, es gibt in allem eine Möglichkeit zu gewinnen, obwohl der Gegner stark ist, aber hier hat er große Fehler gemacht und stolpert im Moment über seine eigenen Beine. Und das ist das, was wir hier überall erleben. Schreibt mir weiter gerne hin in die Kommentare, was ihr zu dieser Thematik zu sagen habt. Ich lese jeden Kommentar, ich komme leider nicht dazu, jeden Kommentar zu bewerten. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wenn ihr euren Kommentar vermisst, kann es sein, dass ich ihn gelöscht habe, weil ihr Worte wie Kinder benutzt habt und irgendwelche Gewaltdarstellungen, was Politiker mit unseren Kindern gemacht haben. Oder neulich hat einer geschrieben, einen tollen Kommentar geschrieben, wirklich ausführlich. Und ich kam gar nicht dazu, ihm zu sagen und ihm zu danken für diesen tollen Kommentar, weil er etwas da drin geschrieben hat, was er gerne möchte, was wir mit der Regierung machen. Und das sind Gewaltbeschreibungen, die ich hier nicht stehen lassen kann. Das ist einfach so. Und auch auf meinem Telegram-Kanal genau dasselbe. Wenn ich da Videos sehe, wie wo Kinder drin enthalten sind, dann werden diese Videos gelöscht. Ja, neulich habe ich ein Video gelöscht, da hat man gezeigt, wie die Kinder behandelt werden mit den Behandlungsstoffen. Ja, junge Kinder irgendwo aus Amerika oder wo, unfassbar. Ja, es ist schrecklich, aber überlegt bitte. Überlegt bitte, verantwortliche Staatsschutzbeamte lesen mit und hören mit und brauchen nur auf den Löschknopf drücken und sagen, Telegram, lösch mal den Kanal, die haben hier dies und das geschrieben. Selbst wenn ich es nicht war, sind es halt die Kommentare gewesen. Genauso läuft es hier bei YouTube auch. Wenn die Kommentare zu toxisch sind, also zu giftig sind für das sogenannte Narrativ, dann muss ich sie löschen, beziehungsweise dann wird auch das Video nicht weit verbreitet, wenn ich nicht dazu komme, sie zu löschen. Also bitte, ihr könnt alles schreiben, aber umschreibt es entsprechend, dass es gut verträglich ist für den Staatsschutz. Weil im Moment noch sind die noch am Drücker, nicht mehr lange, das Narrativ dreht sich, die Presse dreht sich auch gerade. Das große Aufräumen wird beginnen und wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, ja, es wird alles am Ende zu einem guten Ende. Kann man das ein gutes Ende nennen? Eigentlich nicht. Denn die Geschädigten sind ja schon unendlich viele, sind ja auf der Strecke geblieben. Vielleicht zu einem gerechten Ende? Ja, vielleicht so ein bisschen in diese Richtung. Also ihr seht, mit einem positiven Denken kommt man da wirklich von einem Tag zum nächsten. Ja, und das ist so ein bisschen mein Motto. Bei euch bedanke ich mich noch einmal. Lasst überall ein Like da, lasst überall einen Kommentar da und abonniert bitte auch meinen Odyssee-Kanal. Schaut mal hier in der Videobeschreibung unter dem Video, habe ich einen Link zu meinem Odyssee-Kanal. Dort findet ihr auch alle gelöschten Videos, alle von YouTube zensierten Videos. Die findet ihr dort auf meinem Odyssee-Kanal. Und auch da lasst bitte ein Abo da, damit ihr in der Zukunft nichts mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringt, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher. Wir sehen uns auf diesem Kanal
auf alle Fälle wieder.